Hallo Leute, mein Name ist Hotzesi und willkommen zu einer neuen Serie Factorio. Ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Normalerweise spiele ich auf Englisch, aber ich denke für diese Serie probieren wir das mal auf Deutsch. Ich lasse hier alles mal auf Default, habe auch keine zusätzlichen Mods drin. Und dann wollen wir schauen, wie wir uns hier schlagen. Typischerweise bin ich nicht bekannt dafür, Spiele möglichst schnell durchzuspielen. Ihr merkt das vielleicht nicht so sehr, wenn ihr meine andere deutsche Folge Minecraft anschaut. Aber ich denke, ich habe auch noch Oxygen Not Included. Und da sind wir schon 100 Folgen drin, so ungefähr, aber haben die erste Rakete noch gar nicht gestartet. Drum, was ich hier versuchen möchte, ist doch ein bisschen Gas zu geben, so dass wir vielleicht innerhalb von 20 Spielstunden das Ziel erreicht haben, unsere Rakete gestartet haben und die ganzen Forschungen ausschließlich der Unendlich-Forschung abgeschlossen. Nun, hier unten haben wir Kohle. So. Das hier ist Kupfer. Dann hier haben wir Stein. Hier haben wir Kohle und hier haben wir Eisen. Nun fangen wir mal an. Wir haben Kiste, vielleicht schlechteste Idee. Fangen wir mal mit Kohle an. So wie es aussieht, haben wir hier unten ein Nest mit Beißern. Wenn ich Alt drücke, kann ich auch sehen, was in der Kiste drin ist. Ich brauche eigentlich noch eine Eisenplatte zu wenig. Gut. Kohle ein für den befeuerten Erzförderer. Gleich noch einen zweiten.
den platzieren wir hier so gegeneinander und dann speisen sie sich gegenseitig, bis sie vollgelaufen sind. Und dann, ja, dann müssen wir halt die Kohle rausnehmen. Können auch mal ein paar Öfen bauen. Machen wir das so. Einer geht noch. Noch einer. Dann drehen wir das so und jetzt haben wir 4 Erzförderer, die Kohle im Quadrat fördern. Nächsten haben wir am Start. Dann mal schauen. Wir haben hier rechts etwas Wasser und da oben links etwas Wasser. Ich denke, ich werde dieses Wasser hier zuerst nutzen für unsere Energieproduktion. Aber da brauche ich noch ein bisschen mehr Eisen. Ah, und Stein ist ausgegangen. Klopfen wir halt ein Stein. Diese Steine hier müssen wir sowieso abtragen, damit wir dann irgendwann auf dem Kupferfeld auch Förderer platzieren können. Gut. Fünf weitere Erzförderer. Nochmals 5. Ein paar Öfen. Dann hier oben auf dem Steinfeld einmal in eine Kiste, einmal in einen Ofen, so dass wir Steine bekommen, aber auch die Ziegelsteine. Sehr gut.
Die brauchen einiges an Eisen. Und fürs Erste machen wir mal Befeuerte. Greifform. Holz. Und dann vielleicht auch mal ein Burner Kupfer. Weiß ja nie, wann man dann Kupfer braucht. Und wahrscheinlich, wenn man Kupfer braucht, hat man keins. Beispiel hier für die Kabel brauche ich Kupfer. Was brauchen wir noch? Eine Pumpe. Die braucht auch Kupfer. Zwei Holzkisten. Ein Labor, damit wir mit unserer Forschung beginnen können. Ist unsere Pumpe. Rohre. Dann Kiste, Kiste. Voilà. Gut, dann brauchen wir da eigentlich nur noch Power drauf. Ich. Das machen wir am besten im Wind. Erweitern. Ein Labor. Dann brauchen wir ein paar Fläschchen, damit wir auch was forschen können. Hier nach oben, denn irgendwann
werden wir die Fläschchen nicht mehr manuell craften. Sondern automatisiert. So. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist Kohle für die Steam Turbines. Das seht ihr. Ich spiele das Ganze immer auf Englisch, darum weiß ich nicht, wie die Dinge auf Deutsch heißen. Aber das lässt sich ja rausfinden. Heizkessel heißt das. 1, 2, 3. So in etwa. Und da legt die Forschung los. Etwas, was ich machen hätte können beim Start des Spiels, ist einstellen, dass ich Forschungen in die Warteschlange stellen kann. Okay, Eisenplatten haben wir nun doch schon einige. Basteln. Rüstung bauen. Ersten okay. Wir haben den ersten Angriff überlebt. Aber das heißt im Wesentlichen, wir müssen uns ranhalten und schauen, dass wir da die Aliens, oder eigentlich sind ja wir die Aliens auf diesem Planeten, dass wir die in Schach halten können. Sprich, wir werden wahrscheinlich bald mal bei denen vorbeischauen, um zu sehen, was da so geht. Okay. Forschung. Sollte nun doch fast alleine gehen. So.
So, wenn wir. Da kommt der zweite Angriff. Haben Sie es auf mich abgesehen? Das heißt, ich hole mir mal ein bisschen Fisch. Dann steigen meine Überlebenschancen. Bisher haben wir nur eine Pistole, die ist nicht wahnsinnig prickelnd. Geht, sich verteidigen zu müssen. Wahrscheinlich kommt der nächste Angriff auch gleich. Können aber einen platzieren und der sollte die Aliens in Schacht halten, während wir, auch wenn wir nicht gleich vor Ort sind. Durchset können parieren. Auch auf die Hotbar. Isa. Hier rein. Munition für mich. Gut. Das nächste. Das brauchen wir. Ist zu teuer. Machen wir zuerst mal die Forschung weg. Kommen Sie. Das war ein Großangriff. Aber das heißt, nun haben wir eigentlich auch das Maschinengewehr erforscht. Damit sollten wir nun in der Lage sein, ins besser Herr zu werden.
Okay. Vielleicht brauche ich hier eine leicht andere Strategie. Versuchen wir es mit etwas automatisierter Angriffstaktik. Und wenn man so alleine spielt, ist das nicht immer ganz einfach. Weil man muss die Türme platzieren und die Munition reinlegen. Es gibt Mods, die das automatisch machen, sofern man was im Inventar hat. Aber in dieser ersten Minecraft-Serie von mir keine Mods. Dann wahrscheinlich müssen wir bald wieder neue rote Fläschchen bauen. Und ich denke, den zweiten Versuch mit dem Angriff, das lasse ich für die zweite Episode dieser Folge. Also schaltet wieder zu für mehr Factorio.